Freunde, heute wieder fit mit Müske, mit dem Müske. Ich präsentiere euch heute mal ein Multifunktionstrainingsgerät. Welche Übungen machen könnt ihr damit? Sind nicht alle, aber erstmal ein paar auserwählte. Zum Beispiel besteht die Möglichkeit, einfach nur über den Ast oder Baumstumm zu balancieren. Der ist hier relativ instabil. Hier sieht man schon, dass er hochkommt. Tada! Dann der Klassiker, schön gerader Rücken, hoch und rumschmeißen. Dann natürlich für die Leute, die ein bisschen weniger Kraft haben, der Ast ist relativ klein, einfach nur Liegestütze ein bisschen erhöht. Mit einem, zwei, drei und auch durch Sprung. Auch andersherum, ein bisschen schwerer. In verschiedenen. Kann man eben noch seitlich vorbeilaufen mit den Händen. Man kann auch gesprungene Liegestütz machen. Mal sehen, ob es der alte Müske noch hinbekommt. Versuchen über den Ast rüber zu springen. Ist natürlich schon für Fortgeschrittene. Schauen wir mal, ob ich fortgeschritten bin. Gott sei Dank, kein Fail. Jetzt werde ich noch ein paar Bizeps Curls und ein bisschen Nackenfrontdrücken euch zeigen. Das Gewicht ist natürlich nicht leicht und schwieriger ist natürlich, weil es relativ dick ist und eine eigene Rotation eben mit sich bringt, nicht wie eine Langhantelstange. Dass man eben da auch eher die feineren Muskelgruppen trainiert. So. So, jetzt machen wir nochmal zum Abschied nochmal ein bisschen Cardio im weitesten Sinne. Sprich, was mir jetzt so spontan einfällt, wie gesagt, man kann ja zig tausende andere Übungen auch machen. Zum Beispiel jetzt Wechselsprünge. Heißt die Herdplatte? Mit Arme natürlich mitnehmen. Machen wir noch mit Arme mitnehmen, damit es ein bisschen dynamischer wird. Kann natürlich auch kleine Seitensprünge machen. Mit Zwischenhüpfer. Da gibt es natürlich auch zig Variationen, die ihr machen könnt. Wir können natürlich das Ganze für einen anderen motorischen Reiz setzen, rückwärts. Sprich so. Und zum Abschied jetzt nochmal, wenn ich da hinten dieses Kinderspielzeug hier nehme, komm mal kurz mit. Das längere Eichenstück. Ja, einfach nur offen. Mal auf den Rücken, auch eine sehr gute Übung. Wie ihr merkt, schnaufe ich schon ganz schön für die paar Übungen. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu alt für den Scheiß. Spaß beiseite. Sollte euch das Video gefallen haben, Daumen nach oben, schreibt coole Kommentare runter, teilt es und ansonsten
wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wird vielleicht am Anfang kleinere Gewichte, erst langsam herantesten und nie vergessen, Fit mit Müske, only the fittest survives. Bis dann, ciao.